Du willst alles über Schnellzugriff erfahren? Bleib dran! Hi, ich heiße Tobi und zeige dir heute, was man alles mit Windows Schnellzugriff machen kann. Das Ganze ist zu finden unter Windows 10, im Explorer unter Schnellzugriff. Bei alten Windows-Versionen heißt das Ganze zuletzt besucht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu öffnen. Wir schließen einmal das Fenster und drücken Windows-Taste und E. Dann öffnet sich das Fenster erneut. Nächste Möglichkeit wäre, das Ganze über eine Verknüpfung zu machen. Man öffnet auf Neue Verknüpfung und fügt einmal diese Codezeile ein. Dann auf OK, OK und schon öffnet sich, schon wird diese Verknüpfung erstellt. Ein Klick drauf und schon öffnet sich der Explorer. Nächste Möglichkeit wäre direkt über das Overlay Explorer und schon öffnet sich der Schnellzugriff. Was kann man damit machen? Man kommt schneller an seinen Dateien und Ordnern ran. Das erleichtert das Arbeiten enorm. Hier werden zuletzt besuchte Ordner und Dateien angezeigt. Dazu kann man die eigenen Ordner, die man favorisieren will, anpinnen. Wenn ihr links das Menü hier nicht habt, geht ihr hier oben auf den kleinen Pfeil und geht auf Ansicht, Navigationsbereich, könnt das abwählen bzw. anwählen. Schnellzugriff nicht aktiviert ist, ist es kein Problem. Ihr macht einen Rechtsklick auf Schnellzugriff bzw. dieser PC und geht auf Optionen. Dann öffnet sich das Fenster. Datei Explorer öffnet für. Ihr wählt Schnellzugriff aus. Nächste Möglichkeit wäre der Datenschutz. Da kann man einmal auswählen, ob zuletzt verwendete Dateien oder häufig verwendete Ordner im Schnellzugriff angezeigt werden. Diese Optionen sind zu empfehlen und sehr hilfreich. Sollte euer Schnellzugriff ziemlich vollgemüllt sein, ist es kein Problem. Ihr klickt auf Löschen und schon könnt ihr im Hintergrund sehen, die Dateien, die im zuletzt verwendet angezeigt worden sind, sind nicht mehr da. Nächste Möglichkeit wäre das Anpinnen. Man klickt einmal auf seinen beliebigen Ordner, macht einen Rechtsklick drauf und geht auf einen Schnellzugriff anheften. Schon kann man links sehen, es wird ein neuer Ordner hinzugefügt. Dies wird sichtbar mit dieser Heftmarke. Das Ganze lässt sich auch am Startmenü anpinnen. Man macht einen Rechtsklick drauf und geht an Start anheften. Dann geht man auf sein Startmenü und in ein paar Sekunden wird das angezeigt. Tada. Falls dich das Thema interessiert oder du noch Fragen hast, freue ich mich liebend gern über dein Feedback. Und ein Abo wäre echt klasse von dir. Dadurch wirst du keine Videos mehr verpassen. Und das willst du doch nicht, oder? Das war alles gewesen. Ich bin weg vom Fenster. Haust rein, Jung. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag.